Nachdem ich ausgeschlafen hatte, streckte ich mich und gähnte ausgiebig. Für heute stand nichts auf dem Programm und ich war sehr dankbar darüber. So schön das Weihnachtsfest auch immer war, es kostete viel Kraft. Draußen schneite es leicht, ich ging eingewickelt in meine Bettdecke ins Wohnzimmer und betrachtete meinen Adventskalender. Alle Fenster und Türen standen offen, alle Geheimnisse und Überraschungen waren gelüftet. Ich hatte die Zeit so sehr genossen und war etwas traurig, dass es vorbei war und ich ein Jahr warten musste, bis wieder Weihnachten war. Mit dem Handy in der Hand setzte ich mich auf die Couch und beantwortete einige Nachrichten, die in den letzten Tagen eingetrudelt waren. Heiligabend legte ich mein Handy grundsätzlich zur Seite und auch gestern wollte ich lieber den Moment genießen und nicht am Handy kleben. Nachdem ich alle Nachrichten beantwortet und jede Menge liebe Wünsche versendet hatte, dachte ich über Samu nach. Er war meist derjenige gewesen, der sich gemeldet hatte, und ich überlegte, ob ich ihn stören würde, wenn ich ihm schreiben würde. Was soll's, er kann ja antworten, wann es passt, sagte ich mir selbst und schrieb ihm eine Nachricht. Na, bist du fleißig am Arbeiten oder hast du heute frei? Soweit ich wusste, hatte der Weihnachtsmarkt heute offen. Eine Viertelstunde später bekam ich meine Antwort. Ich habe heute zum Glück frei, sitze vollgefuttert auf der Couch und mache absolut gar nichts. Wie sieht's bei dir aus? Fragte er, und ich stellte mir vor, wie er in Jogginghose auf der Couch gammelte und Süßigkeiten mümmelte. Ähnlich, ich glaube, ich platz gleich, schrieb ich zurück. Lust auf einen Schneespaziergang? Schadet uns sicher beiden nicht, fragte er mich, und ich überlegte einige Minuten, ob ich rausgehen oder lieber drin bleiben wollte. Es wäre endlich die Möglichkeit, alleine Zeit mit Samu zu verbringen und ihm alle Fragen zu stellen, die mir seit Tagen auf der Seele brannten. Ich schrieb ihm, dass ich gerne mit ihm spazieren gehen wollte und wir verabredeten uns in einer Stunde am Eingang eines Parks in der Nähe meiner Wohnung. Da Samu mich schon im hässlichen Weihnachtspulli und im betrunkenen Zustand auf der wilden Maus gesehen hatte, gab ich mir mit meinem Outfit keine große Mühe, zog eine bequeme Hose und einen schlabbrigen Hoodie an. Er würde eh nicht sehen, was ich trug, schließlich hatte ich eine dicke Winterjacke an. Ich setzte mir meine Mütze auf, wand mir den Schal um den Hals, schlüpfte in die Handschuhe und in meine Winterstiefel und stapfte los. Im Hausflur kamen mir Ellie und ihre Familie entgegen. Nachdem sich Ellies Eltern herzlich bei mir für die Fußabdrücke ihrer Babys bedankt hatten, wurde ich langsam unruhig, weil ich Samu nicht warten lassen wollte. »Sorry, ihr Lieben, ich muss jetzt leider los«, verabschiedete ich mich hastig und machte mich auf den Weg zum Park. Samu wartete schon auf mich und während der Schnee unter unseren Stiefeln knirschte, unterhielten wir uns. Ich fragte ihn alles, was ich wissen wollte. Er stellte jede Menge Fragen zurück und ich merkte, wie spannend ich seine Persönlichkeit fand. Er hatte so viele verborgene Talente, brannte für seine Hobbys und hatte noch einiges in seinem Leben vor. Ich liebte es, wenn jemand Begeisterung versprühte und den ganzen Spaziergang über hatte ich ein Lächeln auf den Lippen. Als wir beide ziemlich durchgefroren waren, beschlossen wir, uns langsam wieder auf den Weg nach Hause zu machen. Am Ausgang des Parks angekommen, wusste ich nicht so richtig, wie ich mich verabschieden sollte. Samu nahm mir diese Entscheidung ab und schloss mich fest in seine Arme. Meine Nase grub sich in seine weiche Jacke, die vom Schnee etwas feucht war. Ich umarmte ihn zurück und hob leicht meinen Kopf, um ihn anzulächeln. »Bis bald, Alex«, sagte er, lächelte ebenfalls und wir gingen beide unseres Weges. Abends saß ich auf der Couch, trank einen Tee und hörte wieder einmal My December von Linkin Park. And I give it all away, just to have somewhere to go to, give it all away, to have someone to come home to. Das Jahr hatte so beschissen angefangen und ich hatte nicht erwartet, dass es sich so schön entwickeln würde. Ich wusste nicht, was aus Samu und mir werden würde, aber ich hatte das Gefühl, dass er für mich derjenige sein könnte, zu dem ich nach Hause kommen wollte, dem ich mein Herz öffnen könnte und der mein Herz mit Achtung und Dankbarkeit entgegennehmen würde. Dieses Gefühl war gemeinsam mit der Freude meiner Liebsten über ihre Überraschungen das schönste Geschenk, das mir zu Weihnachten gemacht werden konnte. Denn darauf kam es schließlich an im Leben. Nicht auf materielle Dinge, sondern auf Liebe, Freundschaft, die Familie und den Genuss des Lebens. Oh, ich krieg gerade irgendwie ein bisschen Pipi in die Augen, weil das Ende dieses Kalenders ist.
Ach, und ich hoffe einfach, dass du ganz viel Spaß damit hattest, dass du ein ganz, ganz doll schönes Weihnachtsfest verbracht hast. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass deine Familie gesund ist und wenn ihr es nicht seid, dass es einfach bald besser wird oder wenn nicht, dann ganz viel Kraft für alle, die vielleicht mit Problemen zu kämpfen haben. Ich hoffe, dass du die letzten Tage des Jahres schön ausklingen lassen kannst und bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderschöne Jahr, was ich hier auf meinem Kanal mit dir zusammen erleben durfte. Für alle lieben Kommentare, für alle lieben Nachrichten, für alles, was auch an Kritik kam. Ich bedanke mich einfach für alles und ja, hoffe wirklich sehr, dass du ein paar schöne Tage hattest mit deinen Liebsten. Und jetzt lass dich einfach ein bisschen umarmen, lass es dir gut gehen und ich werde jetzt, glaube ich, erstmal einen Tee oder so trinken. Hier ist noch meine Schneekugel und werde mich jetzt erstmal emotional davon erholen, dass ich dir jetzt meine ganze Geschichte hier vorgelesen habe. Hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Lass mir gerne alles, was du zu sagen hast, in den Kommentaren da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und um es jetzt so zu beenden, wie ich sonst alle meine Videos beende, sage ich einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.